Jo Leute und herzlich willkommen zu was ist mit Icarus und was mit den Updates, mit den täglichen, den besagten. Und ich habe dafür einmal den Icarus Erst-Dev dabei und der Icarus Zweit-Dev ist nicht dabei, aber das ist auch nicht so wichtig. Der Icarus Zweit-Dev hat zwar seine Versprechung auch nicht eingehalten, aber das ist jetzt erstmal kurz beiseite gestellt, weil der hat schon seinen sozusagen Anschiss dafür bekommen und das ist ja auch jetzt vollkommen egal. Wir haben auf jeden Fall den lieben David dabei. Hallo. Hallo. Und wir erklären euch heute einmal, was mit Icarus passiert ist. Voraus sage ich jetzt erstmal, was aber mit den ganzen Käufern ist, bevor sich da Leute halt eben fragen, weil das ist das Wichtigste für die Leute. Nämlich dadurch, dass jetzt seit dem 6. Mai keine Updates mehr gekommen sind, obwohl wir gesagt haben, wir versuchen in der Woche halt wirklich oft zu updaten oder halt wenigstens privat halt wirklich täglich was am Client zu machen. Und das ist halt nicht mehr so geworden, weil David halt gesagt hat, er möchte einen Recode machen und auch auf eine höhere Version gehen, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand, wo ich aber auch direkt am Anfang gesagt hatte, so, das darf halt nicht so lange dauern, weil wir können halt schlecht die Updates vernachlässigen. Und dadurch, dass das jetzt eben so lange gedauert hat, zu der Erklärung kommen wir gleich, geben wir halt jedem, der halt von dem 6. Mai an bis heute den Client gekauft hat, jetzt halt einfach nochmal einen Monat obendrauf. Vollkommen egal, ob du am 6. Mai gekauft hast oder am 1.6. oder sonst irgendwas. Du bekommst jetzt genau nochmal deine Zeit auf 30 gestellt. Und falls das irgendwie nicht bei euch geklappt hat, dann einfach im Support melden. Also ich weiß auch nicht, wie wir das regeln, aber ich denke mal, falls ihr die Zeit dann nicht bekommen habt, dann einfach im Support melden. Und die Leute, die halt eben Lifetime gekauft haben, ist halt ganz klar, dass die Leute dann eben nichts dazu bekommen, weil die haben den Client eben Lifetime und sie werden weiterhin die Updates bekommen, die dann halt eben kommen. Und das ist dann halt einfach scheiße gelaufen. Und jetzt kommen wir halt eben dazu, jetzt kann David sich halt so als Coder halt so ein bisschen erklären, warum er seine Versprechungen nicht einhalten konnte, warum der Recode so lange gedauert hat und ja, warum halt eben so lange keine Updates kamen. So, das ist jetzt vollkommen seine Sache, wie er sich da erklären möchte. Und ich verstehe ihn da auf jeden Fall, wie er es mir erklärt hat. Nur, man hätte es auf jeden Fall verhindern können. So, ja. Also vorab damals, als die Sachen passiert sind, wo Cedric einen neuen Icarus-Dev brauchte, habe ich mich halt einfach bereitgestellt, weil da habe ich schon den Client-Launcher für ihn gemacht und habe gedacht, so, kannst ja auch Icarus machen. Wollte ihm einfach so ein bisschen unter die Arme greifen. Das Problem ist, dass ich halt damals nicht voraussehen konnte, wie es mir jetzt zurzeit geht. Mir geht's psychisch zwar nicht schlecht, aber zurzeit fehlt mir halt absolut die Lust darauf, Minecraft-bezogene Sachen zu programmieren, weil das einfach nicht meins ist. Das hatte ich zwar schon damals auch, aber es hat mir am Anfang tatsächlich Spaß gemacht. Danach immer weniger und weniger. Das hat man auch damals schon, noch vor dem Recode, gemerkt, dass der Intervall zwischen den Updates halt immer länger geworden ist. Und dann habe ich halt gedacht, yo, mache ich halt einen Recode, weil code-technisch war das Icarus, was ihr zurzeit starten könnt, der absolute Müll. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht, da weiter zu programmieren. Dann habe ich gedacht, yo, ich mache einen Recode. Habe Cedric auch versprochen, dass dieser maximal eine Woche lang brauchen wird, bis der released wird. Da war aber das Problem einfach, dass mich dort genau in diesem Zeitpunkt die absolute Lustlosigkeit gepackt hat. Es hat einmal den Grund, dass es einfach, also ich habe viel mehr Zeit mit Zocken verbracht und auch ein paar Wochen bevor ich, nachdem ich angefangen habe, kamen halt die ganzen Corona-Lockerungen und so, weshalb ich halt öfter draußen war mit Kollegen, auch jetzt die Tage viel öfter. Und dadurch hatte ich halt immer weniger Zeit, an Icarus zu arbeiten, was halt eigentlich absolut nicht zu rechtfertigen ist, weil... Wozu ich übrigens mal kurz dazwischen sprechen muss, was ich halt auch natürlich gemerkt habe, dass das so ist, wo ich ihn mehrmals drauf angesprochen habe, wo ihn mehrmals andere Leute auch sich drüber lustig gemacht haben. Und das Problem bei David war, dass er das halt nicht mir gegenüber zugegeben hat und es dann halt einfach trotzdem weitergezogen hat und weiter dann halt leere Versprechungen gegeben hat und deshalb ich da halt schlecht was sagen konnte, außer, okay,
nächste Versprechung wurde mir gegeben. Ich kann darauf warten, ob sie eben eingehalten wird oder nicht. Ich kann ja schlecht auch immer wieder sagen, so, oh, der Junge hat jetzt 5-mal seine Versprechung nicht eingehalten, ich muss mir wieder einen neuen Coder suchen. So wollte ich halt nicht direkt wieder handeln. Und das ist halt leider trotzdem immer wieder so gewesen, dass er sich selbst belogen hat, mich belogen hat und immer wieder gesagt hat, ich mache es. Und letztendlich ist es dann halt nicht passiert. Genau. Also, wie Cedric schon gesagt hat, das Problem war, ich habe immer mehr Versprechungen gegeben, auch gesagt, nein, es ist nicht so, ich werde weiter daran arbeiten. Ich habe mich auch teilweise versucht, dazu zu zwingen und habe mich halt selber auch quasi angelogen. Ich wollte halt dort nicht als der absolute 31er Vergeter dastehen, was dazu jetzt geführt hat, dass ich noch mehr da so stehe. Ja, richtig. Was ich übrigens auch nur nochmal dazu sagen wollte, so wäre er ja direkt ehrlich auf mich zugekommen. An dem Punkt, wo Ikarus ja hier am 6. Mai stand, dann wäre das ein Client gewesen, wenn er einfach da schon die Source dann weitergegeben hätte, offen und ehrlich gesagt hätte Haze, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr darauf, den Client zu coden. Dann hätte er die Source weitergekriegt, dann hätte ich das mit ihm noch alles geklärt, dass er da zufrieden ist und dann wäre der Client halt eben von einem anderen weitergemacht worden und dann wäre der Client an sich ja auch immer besser geworden. Weil ich habe jetzt ganz ehrlich mit dem Client nochmal gespielt und abgesehen von kleinen anderen Sachen so, funktioniert der Client halt noch immer relativ gut auf CubeCraft und anderen Servern so. Man muss halt einfach nur ihn weiter updaten und das ist halt eben das Problem, dass das halt eben nicht mehr passiert ist und das finde ich zum Kotzen, weil ich halt eben der Mensch bin, bei dem natürlich dann die ganze Verantwortung steht. Ich aber auch nicht mehr machen kann, als sozusagen in Anführungsstrichen Druck ausüben in Form von, yo, wann ist das fertig? Und dann halt eben darauf hoffen, dass die Versprechungen von der Gegenseite halt eingehalten werden. Und das ist halt eben nicht so gewesen. Deshalb, ja, geht da aber auch nicht so, keine Ahnung, flamet da jetzt David nicht zu. Ich meine, er hat das ziemlich gut erklärt, dass er halt persönlich das halt nicht gesehen hat. Diese Motivationslosigkeit sich wahrscheinlich selbst auch nicht so eingestehen wollte. Und ja, keine Ahnung, was soll man sonst noch dazu sagen? Ja, also ich glaube zum Thema, wie es zum jetzigen Standpunkt gelaufen ist, wurde jetzt gut genug erklärt. Vorab so. Also natürlich werde ich jetzt noch weitermachen am Recode. Das vorab war überhaupt vorausgesehen, dass der Recode, der läuft ja auf der 1.12.2. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde. Ja, ich wollte es gerade mal starten und dann hat es nicht funktioniert. So, also, lol. Ja, es läuft halt auf der 1.12.2 und voraussichtlich war eigentlich gedacht, dass Nutzer dann den Client eben in der 1.8 und 1.12.2 starten können. Also die Recode-Version und die alte Version. Es war halt auch gedacht, dass Bypasses in die alte Version übernommen werden, halt nur die Bugs, die dort zurzeit sind, nicht krass maintained werden. Genau. Dort haben wir leider gerade ein Problem. Nämlich mit die Protection. Unserem Protection Service lässt halt eben nicht zu, dass man auf einem Produkt, sagen wir jetzt mal, zwei Clients laufen kann. Ich hab da aber rein theoretisch schon Ideen, wie man das lösen könnte. So jetzt mal nebenbei gesagt, jetzt auch für privat ist ja jetzt erstmal nicht wichtig für die Aufnahme. Das Wichtige, was ich jetzt erstmal auch noch sagen wollte, weil es ist ja jetzt erstmal wichtig, dass die Leute wissen, was überhaupt jetzt erstmal abgeht mit dem Client. Dazu, dass sie halt noch erstmal wieder einen Monat drauf bekommen. Nämlich die jetzige Version, Ikarus B17, sprich die 1.8.8 Version, wird jetzt erstmal weiter geupdatet. Kleine Bugs werden behoben. Und eigentlich, wie ich gerade schon, ich habe mit dem Client, wie gesagt, vorhin gespielt, so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem ein guter Client, so. Wenn ich das mit anderen Clients vergleiche, es sind eigentlich gar nicht so krass schlimme Bugs, die man jetzt so als so krass schlimm ansehen müsste. Es gibt halt eben nur Sachen, die man beheben müsste, die halt wichtig sind. Und diese Sachen werden behoben. Und es wird auch noch in Mineplex Sachen dazukommen. Und dann wird halt ein neuer Dev dazukommen, der halt dann für Gomme und Hypixel-Bypasses sorgen wird. Wobei der zweite Dev von damals auch noch tatsächlich wahrscheinlich einen von den beiden Sachen erledigen wird.
Also so oder so könnt ihr damit noch erwarten, dass der Server auf jeden Fall noch für Gomme und Hypixel fertig ist. Nur das wird halt erstmal nicht jetzt passieren, sondern erst wenn der neue Dev oder der Zweitcoder von damals halt sich wieder dafür bereit ist, das halt zu machen. Und ja. Aber es werden jetzt auf jeden Fall mal wieder Updates kommen, dass man auf jeden Fall wieder neuen Content hat für den Client, dass man damit wieder spielen kann, dass man damit wieder Spaß hat und dass die eben die Bugs behoben werden, die gerade so schlimm sind, dass es wirklich den Spaß verringert. Ja, dann nochmal so, glaube ich, ist jetzt alles gesagt. Ja. Dann entschuldige ich mich nochmal bei jedem Nutzer so. Es ist halt grundsätzlich meine Schuld gewesen, dass ich das so in die Länge gezogen habe, mir selber nicht eingestehen wollte. Aber es ist halt jetzt so und mehr als eine Entschuldigung kann ich da jetzt auch nicht rausgeben. Ja. Ich meine, keine Ahnung. Wenigstens gesteht diese Person hier seine Fehler ein. Es gibt ja auch gewisse andere Personen, das hatten wir ja mit dem Icarus-Dev davor, der bei viel kinderischen Problemen schon eine große Sache draus gemacht hat und deshalb denke ich mal, dass wir das relativ erwachsen hier klären konnten. Die Leute, die halt eben ihr Geld in Anführungsstrichen verschwendet haben in dem Monat, eben nicht ihr Geld verschwendet haben, jetzt wieder dann mit den Updates leben können und keine Ahnung, es tut mir einfach leid, dass es so gelaufen ist. Ich hoffe, dass sowas halt eben nicht mehr passieren wird und ja, alles wird gesagt damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag so. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Icarus-Updates, die dann in der nächsten Woche irgendwann kommen werden, so würde ich mal sagen. Und ja, tschüss, schönen Tag noch.